Die Bahn arbeitet weiter intensiv am Ausbau der Sachsen-Franken-Magistrale. In der zweiten Ausbaustufe Gaschwitz-Krimitschau steht der Bauabschnitt Treben-Lehmer-Altenburg an. Ein großer Teil der Arbeiten wird sich rund um den Bahnhof Altenburg abspielen. Was genau gebaut wird, weiß Jens Hetwer, Teilprojektleiter der Sachsen-Franken-Magistrale. Mit dem Bauvorhaben Bahnhof Altenburg werden wir die beiden durchgehenden Hauptgleise erneuern, die Überholgleise im Bahnhofsbereich neu bauen. Wir erneuern die Oberleitungsanlagen und eisenbahntechnischen Streckenausrüstung. Wir bauen die Bahnsteige 1, 2, 3 entsprechend der Gleislage, der neuen Gleislage um und verlängern den Bahnsteig 3 durch den Bahnsteig 4. Die denkmalgeschützte Figur Malcher, die sich in Verlängerung des Bahnsteiges 3 befindet, werden wir vor Beginn der Baumaßnahmen bergen und nach Beendigung der Baumaßnahmen wieder an Ort und Stelle verbringen. Im gesamten Abschnitt zwischen Treben-Lehmer und Altenburg werden Gleise und Weichen erneuert, genauso wie die Oberleitungen und Signale an der Strecke. 6 Eisenbahnbrücken entstehen neu. Auch die Brücke über die Kauerndorfer Allee, die aus dem Jahr 1937 stammt. Im Zuge des Brückenneubaus wird die Straße erneuert, der Gehweg erneuert. Wir haben gemeinsam mit unseren Partnern am Bau, der Stadt Altenburg und dem Straßenbauamt Ostthüringen, ein Gestaltungskonzept abgestimmt, wie die Brücke sich neu ins Stadtbild einpflegen wird. Für die Zeit des Brückenbaus gibt es ein gemeinsam abgestimmtes Umleitungskonzept. So wie hier in Böhlen entsteht am Bahnhof Altenburg ein neues elektronisches Stellwerk, unerlässlich für den modernen Bahnverkehr. Mit Fertigstellung der Baumaßnahmen wird unser elektronisches Stellwerk hier in Altenburg in Betrieb genommen, was es uns ermöglicht, den Eisenbahnbetrieb dann zentral aus der Betriebszentrale in Leipzig zu steuern. Ziel unserer Ausbaumaßnahmen ist es, die Strecke für 160 km/h zu ertüchtigen und eine moderne Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Auch die Belange des Umwelt- und Naturschutzes sind wichtig. Dort, wo es unvermeidbare Eingriffe gibt, werden diese ausgeglichen, wie hier in Neukieritzsch, wo neue Lebensräume für Eidechsen geschaffen wurden. Zum Schutz vor Lärm werden im Zusammenhang mit dem Streckenausbau Schallschutzwände errichtet, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Die gesamte Entwurfsplanung und das Planfeststellungsverfahren sollen bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Beim Bau wird der Verkehr wie hier in Gaschwitz weitgehend aufrechterhalten. Bauen unter rollendem Rad, wie die Eisenbahner sagen. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2021 beginnen und circa 3,5 Jahre dauern. Nach dem erfolgreichen Streckenausbau werden wir Altenburg näher an Leipzig heranführen können. Die City von Leipzig wird von Altenburg aus innerhalb einer Fahrzeit von unter 40 Minuten zu erreichen sein. Dies ist von besonderem Interesse für Berufspendler, für Freizeitbegeisterte, die gerne ins Theater gehen, die ins Gewandhaus gehen und für alle Fußballfans, die Leipzig einfach viel schneller erreichen können. Und das ist ein echter Zugewinn für die Region. Wie schon bei den bisherigen Baumaßnahmen wird die Bahn über die Entwicklungen weiter informieren, bei Versammlungen, Terminen vor Ort und im Internet.